Hallo zusammen, schön seid ihr da. Kommt doch rein, ich erzähle euch ein bisschen etwas über Trompeten und noch andere Blechblasinstrumente. Mein Name ist Kurt Roth und ich unterrichte hier in der Musikschule Trompeten und andere Blechblasinstrumente. Wenn ihr wissen wollt, wie man so eine Trompete zum Klingen bringt, dann kommt doch mit, ich zeige euch es. Dass es so tönt, brauchen wir ein Mundstück, wo wir die Lippen mit auf den Mund. Aber den Ton machen eigentlich wir selber mit den Lippen. Und dann seht ihr, das Trompeten brauchen wir nur noch als Verstärker. Und wenn wir jetzt andere Instrumente zum Mund nehmen, dann tönt es eben nicht mehr wie eine Trompete, sondern wie ein anderes Instrument. Und was ich schon dabei habe, kommt wir doch wieder mit, ich zeige euch die auch noch. Voilà, hier sind alle Instrumente, von denen, die ich vorhin geredet habe. Wir haben hier das Cornett, die Trompete, die ihr schon ein bisschen gehört habt, das Flügelhorn, ein S-Horn und das Euphonium. Und wie die tönen, nacheinander, gerade, dass ihr es hören könnt, kommt jetzt gerade ein schönes Musikstück. Viel Vergnügen! Wenn wir den Klang verändern vom Instrument, dann brauchen wir solche Dämpfer. Ich habe noch mal zwei Beispiele. Hört rein. Das hat schön speziell getönt. He? Aber wenn man Gruppe spielt, mit anderen zusammen, mit Kollegen zusammen, dann macht es auch Spass. Wenn ihr interessiert seid, ein Instrument mal richtig in die Hände zu nehmen, dann meldet euch doch auf dem Sekretariat der Musikschule. Wir können dann zusammen einen Termin abmachen. Ihr könnt eine Schnupperlektion gratis die Instrumente alle testen und schauen, ob eines von denen zu euch passt. Das würde mich freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr da gewesen. Ich wünsche euch mal einen schönen Tag. Tschüss zusammen.